Ich war so, oh! Ey, so wirklich so schlimm, ich konnte es, also wirklich, ich konnte es gar nicht angucken. Ich hatte nicht lang Französisch, aber ich habe gehört, dass sie irgendwas ganz Falsches gesagt hätte. Das ist für mich purer Fremdscham. Ja! Ey, was wir hier schon alles bei Bubbles gemacht haben, getanzt, gesungen und so, ey, ich glaube, da haben sich auch schon Leute für uns fremd geschämt. Auf jeden Fall. Und das ist heute das Thema bei Bubbles, Fremdschämen. Das Schlimmste, wo ich mich immer fremdschämen muss, ist, das schaffst du nie. Ja. Jeden Donnerstag, 15 Uhr, habe ich ein Date mit meiner Fremdscham. Wo ich mich mal fremd geschämt habe, war tatsächlich, als ich mit meiner Freundin, meiner neuen Freundin nach Hause gekommen bin und meine Mutter sie begrüßt hat und den Namen meiner Ex-Freundin genannt hat. Für meine Mutter, als wir mal in Frankreich im Urlaub waren und sie versucht hat, im Hotel auf Französisch zu fragen, ob unser Zimmer frei ist. Und ich hatte nicht lang Französisch, aber ich habe gehört, dass sie irgendwas ganz Falsches gesagt hat. Und die Frau in der Rezeption hat uns auch sehr verstört angeguckt. Deswegen arbeiten wir ja auch so oft miteinander zusammen, weil ich Fremdscham liebe. Gucke ich den Marc an, dann denke ich immer, wuh! Ah, toll. Ich gehe ja gerne ins Musical und ich war letztes Jahr in England in einem und der Bösewicht wurde halt von so einem erwachsenen Mann gespielt, der die ganze Zeit so eine Babyhaube getragen hat und dann in so einer Nuckelflasche gelutscht hat. Und ich war so, oh! Ey, so wirklich so schlimm, ich konnte es, also wirklich, ich konnte es gar nicht angucken. Ich habe immer, wenn der auf der Bühne war, war ich so. Ich liebe auf YouTube High-Five-Fail-Compilations. Das ist für mich purer Fremdscham. Ja! Man kann sich fremdschämen, weil man sich in die Situation einer Person hineinversetzt und denkt so, oh mein Gott, wenn mir das passieren würde, mir wäre es so peinlich und deshalb schämt man sich fremd. Oder man sieht, dass sich eine andere Person schämt und man fühlt mit dieser Person. Thema Fremdschämen. Wisst ihr noch, als Hanna gesungen hat? Ich weiß schon, du hast die. Und dabei ist ja nicht geblieben, sondern sie meinte ja dann noch, sie müsste tanzen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Peinlich. Hier schämt sich niemand für unseren Content. Deswegen abonniert unseren Kanal und tragt schamlos dieses Abo in die Welt. Meine Mama ist jetzt auch bei Insta. Und postet nur peinliche Sachen. Mega Fremdschämen-Alarm. Soll ich ihr sagen, dass sie das mit Insta besser sein lassen sollte? Ja. Die faire Antwort wäre jetzt wahrscheinlich so, nein, lass deine Mutter machen. Aber die echte Antwort ist, ja, sag ihr das. Meine Mutter hat sich mal Instagram gemacht und ich habe auch gesagt, kannst du dich bitte einfach abmelden? Weil ich auch nicht wollte, dass sie meine Sachen sieht, weil manche Sachen, die ich poste, einfach nicht für meine Eltern sind. Aber ich glaube nicht, dass das fruchten wird und man kann ja auch irgendwie seiner Mutter nicht verbieten, im Internet unterwegs zu sein. Die wollen ja auch nur ihren Spaß haben und Rezepte posten oder so. Mit sehr leichten Tipps kann man ihr da vielleicht ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, dass es nicht mehr so peinlich ist. Duckface zum Beispiel, Mama, macht man nicht mehr. Anderer Name. Nicht Mutter von oder so zum Beispiel, sondern einfach Schmusehäschen 76 oder so. Wenn du jetzt nicht unbedingt willst, dass deine Freunde sehen, dass ihr sagt, ja, jetzt folgt vielleicht nicht unbedingt meinen Freunden oder lasst dir nicht folgen von denen, weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu nah. Aber ansonsten ist es doch ihre Entscheidung, genauso wie sie vielleicht auch peinlich findet, wenn du Bilder mit Bauchfrei postest oder so. Leute, was war das Peinlichste, was eure Eltern oder Freunde gemacht haben? Bitte schreibt das in die Kommentare, dann können wir gemeinsam drüber lachen. Jetzt weiß ich, was Midlife Crisis bedeutet. Mein Vater hat sich allen Ernstes ein Motorrad und eine Lederjacke gekauft und merkt nicht, wie peinlich das ist. Habt ihr euch auch schon für eure Eltern so fremdschämen müssen? Glaubst du, dass dann der Vater von ihr oder ihm so an der Schule vorbeifährt und so einen coolen Bikergruß macht zur Clique? Ja, sobald Eltern auffallen, ist es einem peinlich. Ich würde mir an deiner Stelle wirklich die Frage stellen, wenn das die Eltern von jemand anderem wären, fändest du das dann auch so schlimm? Der Vater von einer Freundin von mir ist auf seinem kleinen Roller mal an meinem Auto vorbeigefahren und da habe ich gesehen, der hat nicht nur einen Helm auf, was gut ist, sondern auch so kleine Tüchöhrchen auf dem Helm. Und das! Wow. Schwierig! Also meine Mutter, ich liebe sie ja und wir haben wirklich das allerbeste Verhältnis. Aber sie hatte jetzt so eine Zeit, sie ist umgezogen und hat so alles neu eingerichtet und so. Und dann hatte sie so über ihrem Bett so ein Wandtattoo, wo so drauf stand irgendwie, wer schläft, der sündigt nicht, aber wer sündigt, der schläft besser. Und ich war so, Gerade als ich 15, 16 war, habe ich mich für viele Sachen meiner Eltern geschämt. Mittlerweile finde ich die Sachen aber eigentlich auch cool. Gerade in deinem Beispiel mit einem Motorrad und einer Lederjacke, das kann man ein bisschen mit Humor sehen und ich finde das Ganze eigentlich recht cool.
Aber klar gibt es immer Momente, wo man sich für die Eltern schämt. Aber weil es auch nahe liegt, weil das so Leute sind, die einem nahe stehen und man dann direkt in Bezug zu dieser Person gesetzt wird, egal was die anderen machen. Ari, was war dein Best-of-Fremdscham-Video bei Das schaffst du nie ever? Ich musste auf den roten Teppich mich sneaken. Das war wirklich peinlich, ey. Ich hab's versucht, wirklich anzusehen. Ich hab's nicht geschafft. Schaut's euch hier an. Es ist so schrecklich. Sie hat mich gehasst. Es ist so schrecklich. Leute kamen zu mir und haben gesagt, du tust mir so leid.